Was geht so, liebe Leute? Hier ist wieder euer Crush for the Vegetarian zurück bei Let's Play Ni No Kuni 2 Schicksal eines Königreichs. Bevor wir unseren Hauptziel, nach... Ja, ich weiß jetzt gerade nicht mehr, wie die Stadt hieß. Aua! Voll der Wasserstrahl abbekommen. Bevor wir uns auf jeden Fall unseren Hauptziel widmen, will ich zuallererst mal... Vorsicht. Will ich mich erstmal einem besessenen Monster widmen. Da bin ich schon gespannt darauf. So. Oh Mann! Lässt er mich nicht nochmal in Ruhe heilen? Dieser Spacko? Okay, der wurde eh besiegt. Oder nein, noch nicht. Jetzt war. Eine seltene Ausrüstungsgegenstand, dann mal her damit. Eine schläfrige Molchelklinge. Wie das schon klingt, ey. Dann schauen wir uns das mal an. What the? 100! Alter! Ja, Roland ist eigentlich der... Sollte eigentlich der stärkste im Angriff sein. Vor dem... Sehe ich das richtig? Hat tatsächlich, Evan mehr Angriffskraft? Das, obwohl Roland die besseren Waffen trägt? Der Hell? Verschläfrige Molchelklinge. Das Name, ey. Aber schade, dass diese... Drachensäbel, Chromschwert, das sind ja alles DLC-Schwerter und sind trotzdem leider Gottes schwächer. Ja, ja. Aber ich glaube, die sind ja eh gratis DLCs, also ist nicht schlimm. Die kamen dann erst später zu dem Laden vor dem Ort, wo sich das Versteck, was ich sagen wollte. Auf jeden Fall bei den speziellen Händler kann man die auch vorfinden. Wo wir zuerst die allerersten DLC-Waffen bekommen haben. So. Moment, ich muss erstmal beim Kampf-Equalizer richtig einstellen. Ah, ich habe wieder jede Menge Kampfpunkte, das heißt... Ja, erweitere ich das mal. 17 brauche ich hier und 8. Das ist schon auf den höchsten Level, die Kampfbelohnungen. Wie weit das geht, das kann ich jetzt nicht sagen, aber... So. Oder lieber nehmen wir das hier. So. Und ich glaube, ich sollte jetzt meinen Parameter gegen... Feenmonster erhöhen. Wir kämpfen jetzt gegen ein Feenmonster... Und ich speichere das auch noch zur Sicherheit ab, weil wenn ich da verkacke, ja, dann verliere ich ja auch einen Haufen Gegenstände und das will ich natürlich nicht. Wenn ich also noch nicht stark genug bin, dann soll es wohl so sein. Vielleicht heile ich mich zur Sicherheit ein bisschen. Ich habe ja dafür ein paar Kräuter. So, jetzt war. Wasserring, das ist was Neues. Wasserschaden plus. Okay. Kann man also mehr Wasser. Schaden zu viel. Talismane sind halt hauptsächlich für Abwehr. Grobes Holz. Mir fehlt halt noch. Oh, Frohholz. Das gibt's auch. Aber was mir fehlt, ist halt hochwertiges Holz für eine Nebenquest in Minneapolis. Gut. Dann wollen wir mal. Legen wir los hier. Das können wir schon hin. Die Regentropfenvieh. So, bloß den Angriffen ausweichen, weil die machen einen Haufen Damage. Aber wir machen auch einen Haufen Damage, wie ich sehen darf. So, Full Power! Ist ja schon ein Hyperstrahl, was man hier einsetzt, oder Kamehameha. So. Wenn das trifft, Alter, das macht Damage.
Yes! Aua! Ah, da hat sie mich erwischt. Oder hat er mich erwischt? Ei! Wie viel macht denn der bei seinem Fernangriff? Das ist Wahnsinns, ey. Bloß aufpassen, wenn er... Shit. Brauch Heilung, und zwar dringend. Aber wir haben die Hälfte weg. Im Gegner. Ja, die Kräuter tun es nicht mehr so. So, das passt schon. Ich will jetzt nicht zu viel in die Kräuter rein... reinvenistieren. Au, scheiße, wenn das trifft, ey. Bloß aufpassen. So, schön. Und hier. Auch noch die Schockwelle. So. Jetzt hier ein bisschen Heilung. Gefällig. Schön abgewehrt. Und so gut wie down, und das wär's. Was? Nein! Da geht er vorher noch down. Da hätte er auch noch ein EP bekommen können. Ach, scheiße. Naja, immerhin haben wir es geschafft. Aber das war jetzt gerade wirklich unnötig, dass das passieren musste. Jetzt bekommt er keine EP. Naja. Aber immerhin haben wir es geschafft. Schauen wir mal, was wir da bekommen haben. Erlesene Strandlage. Alter. Bist du's Wahnsinns? 75 plus 75. Alle Zusatzresistenzen plus plus MP wiederherstellen während Kämpfen. Der hat eigentlich die geringste Verteidigung in der Gruppe. Ausrüsten. 207, also 243. Wow, Evan? Tatsächlich. Roland hat selbst mehr als Zorn. Na gut. Er braucht ja Verteidigung in beiden Bereichen. Ja, also Evan ist ja schon mehr der Allrounder. So. Aber immerhin haben wir das jetzt auch geschafft. So. Jetzt können wir uns mit der Grotte hier auschecken, wenn wir schon dabei sind. Weil ich weiß, da müssen wir wahrscheinlich erst später hin, aber komm, wenn wir schon die Gelegenheit haben, das auszuchecken. Das ist tatsächlich anscheinend ein größerer Dungeon, weil ich meine, hier gibt es auch einen Speicherplatz. Oh oh, gibt es hier einen Bosskampf? Was ist denn das für ein Ort hier? Okay. Die Grotte sieht jedenfalls unheimlich aus. Alles so im Rotlicht. Und was ist das hier? Gut, sonst kann man ja nichts erblicken. Das führt sicher irgendwo hin. Schauen wir uns das mal an. Was ist an diesen Stein? Das sieht aus wie ein Kokon von Monstern oder sowas. Ja. Ich glaube, dass da noch was kommt. Okay, das wird erst später relevant. Ich hab's verstanden, ich hab's kapiert. Wir gehen dort ein andermal hin. Das erste, gehen wir uns jetzt erstmals zu unserem Hauptziel. Es wird langsam Zeit. Wir haben schon genug Zeit hier verplempert. Aber wir wollten halt, ja, der Vollständigkeit halber wollten wir uns halt noch ein bisschen umgucken. Was? Er hat sich doch umgedreht. Was soll das? Trotzdem hat er mich gesehen. Okay, dann kann man ihn leicht entwischen. Boah, was für eine Weitsicht haben die bitte, die Gegner? Oh nein, 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 komm, 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 komm. Du kannst ihnen entkommen.
Ella Badge. So, aber jetzt schnell zu meinem Hauptziel. Och Mann, ey. Gib doch mal Ruhe, ihr Spackos. Ist halt blöd, wenn man jetzt noch keinen so hohen Level hat, wo einen die Gegner in Ruhe lassen. Ah, auch noch von hinten. Ja, ganz toll. Aua. Toll, da hat mich die Fee jetzt voll erwischt. Oh, sehr schön. Na, das gefällt mir doch. So. Jetzt war aufgeräumt hier. So, Zeit, dass wir unser Hauptziel endlich erreichen. Da muss ich auch noch irgendwie nach oben gelangen können. Aber alles zu seiner Zeit. Warte mal, das scheint noch ein besessenes Monster zu sein, wenn ich das richtig sehe. Aber wo bitte? Ich habe doch schon das besessene Monster bezwungen. Oder da oben. Meint man da oben, ne? Wahrscheinlich. So. Hafena! Da sind wir endlich angelangt. Da ist er, der nächste Ort. Nee. Hey, seid ihr auf dem Weg hierher ein paar Zimmerleuten begegnet? Müssten um einiges kräftiger gebaut gewesen sein als ihr Sardinen. Ihr habt also niemanden gesehen? Naja, die Welt ist eben kein Ententeich. Schon mal Zoran angeguckt? Statt sie zu verlassen aus. Stimmt. Aber es in dieser Stadt nur Frauen gibt? Ach nein, es gibt natürlich auch Männer. Die krölen aber nur rum und sind nicht heller. Momentan sind draußen unterwegs. Moment, dann war das also auch eine Frau hier? Tatsächlich. Sorry. Das ist jetzt auch für einen Typen gehalten. Oh, ihr seid Reisende? Eigentlich sind wir dankbar für jeden, der sich in uns Städtchen verehrt. Aber im Moment haben wir euch leider nichts zu bieten, die da alle unterwegs sind. Wo sind die denn alle? Hm. Hier ist eine Herberge, da können wir uns ausruhen, oder? Pass genau einen Knopf. Okay, brauche ich jetzt nicht. Gut, alles ist in Zelten aufgebaut, mit einem Dach hier drüber. Also für Wasserfestigkeit ist ebenfalls gesorgt. Ah, da ist ein Typ zum Beispiel. Hm? Du bist zufällig Evan? Wow, dass wir uns ausgerechnet hier treffen. Ich war Schuhmacher in Katzbuckel, aber jetzt bin ich nur bescheidener Schuhflicker. Naja. Immerhin etwas. Vor allem auch etwas, was dir Freude bereitet. So ein Kieselstein. In Knuffiwald kann man nämlich da auch noch für Kieselsteine Stats verbessernde Bonbons bekommen von einem Typen, der sich wie ein Knuffi verhält, ja. Aber hey, für 10 Kieselsteine jeweils bekommt man ein Bonbon. Das die Stats verbessert, also immerhin. Glas Joghurt. Eine gute Zutat. Ah, hier ist der Händler. Ah, hey, Kumpel, was darf es denn sein? Wir haben nicht viel, aber dafür Raritäten. Dann schauen wir uns das mal an. Nein, danke. Ja, er hat gesagt, er hätte nicht viel. Ist er vielleicht auch im Waffenladen? Also im Waffenrüstungsladen? Geht's rauf die Treppe? Also, da könnte was sein. Muss mich hier immer noch ein bisschen umgucken, bevor wir uns dem Hauptziel widmen. So. Geht's jetzt hier rauf? Was ist denn hier? Da ist niemand. Vielleicht kommt da später noch jemand hin. Hm.
Eine schicke Schnur. Irgendein Knuffi gibt es noch, den ich noch nicht richtig bieten kann. Ich glaube, das ist einer, der irgendein Gemüse verlangt oder ein Obst. Da muss ich auch noch mal gucken, dass ich den irgendwie bekommen kann. Weil gerade von Knuffis reden. Jetzt schauen wir mal, was haben wir denn da für einen bekommen. Uhu, der Windgeist. Windkanone und wahre Krieger. Hat auch ganz gute Werte. Ist auch eher der Verteidiger. Den behalte ich im Auge. Das wohl hier der Führer des Dorfes ist. Oh, hallo. Oh. Endo, was willst du? Erzählst dem Boss. Das ist der grübelnde Opa, Mann da drüben. Ich muss gerade sagen, der muss ja der Chef hier sein, ja. Gut, dann, ja, haben wir alles gesehen, schätze ich mal. Hallo, wir benötigen einen Schiffszimmermann. Ja. Ah, ihr müsst ihr Besucher aus Minneapolis sein, von denen Miss Xtinius berichtet hat. Ja, ich bin Evan, der König von Minneapolis. Wie bitte, du, Sardine, willst ein König sein? Oh, tut mir leid, ich bin Hannes, der Leiter der örtlichen Schiffszimmerer. Sixtinus hat mir eure Lage geschildert. Ich befürchte allerdings, dass die derzeitige Situation hier sich erlaubt, euch zu helfen. Ist irgendwas vorgefallen? Vor ein paar Tagen erschien aus dem Meer ein fürchterliches Monster. Schiffe wurden zerstört, Fischgründe verwüstet, nichts war vor ihm sicher. Die Jungs sind Hals über Kopf los, um das Monster zu bekämpfen. Nicht einer von ihnen kam zurück. Ich will ihnen helfen, aber was kann ich allein schon ausrichten? Oh. Deswegen war die Stadt zu leer. Hey, Evan, wäre doch nur fair, wenn wir erst ihnen helfen, bevor wir sie um etwas bitten. Findest du nicht auch? Ja, aber vor allem kann ich jemand Notlager nicht einfach im Stich lassen. Hannes, wir sehen uns das genauer an. Das würdest du tun? Dafür bin ich dir wirklich dankbar. Das Monster, das hat sich in der nahen Grotte eingenistet. Hoffentlich sind unsere Jungs noch unversehrt. Seid vorsichtig, ich hab gesehen, wie ihr Schiffe mit einem Hieb zerschlagen hat. Da waren wir auch gerade. Moment, gibt's überhaupt schon eine Reisemöglichkeit hierhin? Nein, leider nicht. Wir müssen da wieder zu Fuß hin. Aber immerhin, wir wissen, wo wir lang müssen. Deswegen war auch da ein Speicherblock, wo er uns geheilt hat. Also ein weiterer Bosskampf steht uns bevor. So, von wo aus sollten wir am besten hingehen? Ich glaube, am besten wieder in diese Richtung, weil von dort kam ich her. Oder es ist in der Richtung. Ja, das kommt mir direkter vor. Ich würde sagen, ich nehme diese Richtung hier. Traumkohl. Und nebenbei bekommt man auch hier noch einiges an Zeugs. Zitterbraxe. Ah, shit. Ich müsste wirklich schneller laufen können, damit diese Gegner mich nicht erwischen. Aber es ist immer noch besser, als wenn man hier... Alter Schwede, was ist mit denen los? So. Ah, shit. Das Granit, jetzt muss er sich verhärten. Come on. Oh, Level up für Shanti. Nice. So, das war's jetzt. Oh! Na doch. So, jetzt. Zuckerbanane. Das klingt schon an sich lecker. Wenn ich nur nicht auf Diät wäre, hätte ich das sofort gesagt. Okay. Ich hätte nichts gegen eine Zuckerbanane. Wahrscheinlich werde ich vom Zeitpunkt, Oh! Ich werde der Okkultstab.
Das scheint auch sehr was eher Seltenes zu sein. Wahrscheinlich zum Zeitpunkt, wo das Video kommt, werde ich schon, ja, etwas mehr Gewicht verloren haben. Darauf achte ich auch, dass ich so viel wie möglich abnehme. Weil aktuell mit meinen 86 Kilo ein bisschen zu viel. Ich möchte da schon mindestens 14 bis 15 Kilo verlieren. Das klingt vielleicht für euch viel, aber ja, so ist das. Ah, schade. Immer noch nichts im Vergleich zum turbulenten Shankarstab. Shankarstab? Fuhr ich mal so aus? Ich hoffe es. Okay, ich muss leider noch an diesen Gegnern hier vorbeikommen irgendwie. Alter! Da gibt's kein Vorbeikommen. Gut, dann beende ich es jetzt aber schnell hier. So. Oh, Blitzangriff. Ja, stimmt. Shanti kann auch auf Blitzmagie setzen. Kann auch wirklich praktisch, kann auch wirklich nützlich werden. Also Eisenerz ist das, ich dachte Silbererz. Aber das bekomme ich nur ab und zu in Minneapolis. Sehr schön, an den bin ich problemlos vorbeigekommen. So, jetzt schauen wir mal in der Küstengrotte, was da los ist. Wo ist unser Monsterchen? Der es wagt, hier alle zu terrorisieren. Wir müssen stark genug sein dagegen. So. Keinerlei Lebenszeichen, ob die Schiffszimmermänner schon komplett verputzt wurden? Ich hoffe mal nicht. Hey, bin ich mal das Nein? Ist etwas diesen Stein? Haben wir schon mal untersucht. Stimmt, gehen wir doch mal hin und sehen uns das an. Mann, was heißt das? Es sieht aus wie ein Kokon. Bestimmt, wenn wir jetzt da hingehen, bildet sich irgendwas. Da kommt bestimmt irgendein Monster raus. Was ist das bloß? Eine Art Kokon oder vielleicht ein Ei? Oh oh. Da schlüpft was. Ist da etwa jemand drin? Dort. An den Wänden überall auch. Moment, das sind doch etwa nicht die Männer, oder? Wir müssen sie schnell befreien. Vorsicht, irgendwas ist hier. Oh. Kontakel, sechsarmiger Fluch von Hafina. Okay. Nehmen wir uns das Monster vor. What the Laserangriff? Als ob! Alter! Ja komm, kann ich das Ding mal angreifen? Alter, ja übertreib's halt mit deinen Laserattacken. Alter, ah. Da haut er mich jedes Mal von den Socken. Oh nein. So, habe ich ihn gerade noch rausgebracht. Oder? Okay, Kanonenfeuer. Los. Alter. Das Vieh geht ganz schön ab. So, Heilung. Und tschüss! Geh sterben! Yes. Geschafft! Befreien wir aus ihren Kokons! Oh Mann, das sind alles Schiffszimmerer.
Und der hat sie in Kokons gesteckt. Arr, ich dachte schon, wie. Ich wäre Fischfutter, danke für die Hilfe. Kaum zu glauben, dass du das Monster erledigen konntest. Und es... Und uns hat es platt gemacht wie eine Flunder. Ich bin froh, dass alle unversehrt sind. Hannes macht sich große Sorgen um euch. Stimmt ja, wir sollen uns flott beim Boss melden. Wir machen uns auf den Weg. Man sieht sich, Junge. Das wäre geschafft. Gehen wir auch zurück nach Hafina. Sehr schön. Oh, eine Knochenrüstung. Schau mal. Abtauende Knochenrüstung. Ja, geben wir das ihm. Shanti bekommt dann auch bald eine bessere Rüstung. Sie wird dann als nächstes drankommen. So, heilen wir uns noch vorher. Und jetzt... auf zurück nach Hafina. Haben wir zum Glück schon bereits den Reisepunkt dafür. So, Zeit, Bericht zu erstatten. Evan, die Jungs sind heil zurückgekommen. Wie kann ich mich dafür nur erkenntlich zeigen? Was, dieser Landrat-Eich? Seht in sich, wir haben total versagt, aber ja, dieses Ding zu Kalamari verarbeitet. Pass auf, was du sagst, Matthias. Evan ist der König von Minneapolis. Der Junge ist ein König, kaum geschlüpft, hat schon faustige Ohren. Ist er noch nie vorgekommen, dass sich so ein hohes Tier in unser Nest verirrt? Was erschafft uns die Ehre? Wir sind hier, weil wir ein Schiff brauchen. Alles klar, sag nichts weiter, als dann bauen wir euch das beste Schiff auf allen Meeren. Was genau darf es denn sein? Ein Fischeboot? Ein Hausboot? Wir brauchen ein robustes Segelschiff, das wir für die Weltmeere, das für die Weltmeere gewappnet ist. Wir möchten nach Quastenfloss. Die Weltmeere? Tut mir leid, ich würde so einen Auftrag für unser richtiges Material. Für einen Kahn, der jeder Welle trotz, braucht man extrem robustes Holz. Mann, diese Stimme, ey. Gib mich dann die Kehle. Holz, sagst du? Vielleicht kann uns Nörder weiterhelfen. Oh, du hast einen Plan? Sag mir Bescheid, wenn du das ideale Holz findest. Und dann zimmern wir das beste Schiff, das du hier gesehen hast. Wir Schiffszimmerer müssen es doch für Rettung erkenntlich zeigen. Selbstverständlich. Okay, dann begeben wir uns gleich zurück zum Nür. Ach, in Minneapolis? Warum nicht gleich in Nürres Wald? Ach so, weil er sich direkt in Minneapolis befindet. Ich will es darauf an. Vielleicht will es ja darauf ansprechen, oder? Wie sagt man? Na gut, Qualitätsrüstung 1 haben wir jedenfalls abgeschlossen. Eine weitere Forschung. Und ja, auch hier. Sturmbeschleunigung. Haha, so sieht's aus. Es fehlen aber noch einige Talente, damit wir unser Königreich noch weiter ausbauen könnten. Dann bräuchte ich hierfür für das Metalllabor mal jemanden. Mindestens einen. Genauso für den Dosenfischmarkt. Weil wozu habe ich das alles erstellt und verbessert, so gut wie es geht, wenn ich da niemanden dafür habe? Oh, das Materiallager ist auch voll. Ah, Silberherz! Sehr schön. Das habe ich auch benötigt für einen, für ein Talent, dass er sich auch uns anschließt. Na gut, Nir, wo bist du denn? Ach ja, richtig, der ist weiter drüben. Hier irgendwo war er, ne? Wo habe ich ihn jetzt eingestellt? Da ist er. Gab's was zur Besprechung? Wenn ja, lass uns am besten im Thronsaal beschnacken.
Ach so. Gut, dann zum Thronsaal. Was sagst du? Ihr braucht robustes Holz zum Schiffsbau? Tief in meinem Wald im Permaforst gibt's extrem robustes Stahlholz. Das klingt doch vielversprechend. Ein kleines Problemchen gibt es da aber. In der Nähe der Bäume lebt ein ziemlich gefährliches Monster und wir haben den Weg zur Sicherheit schon vor langer Zeit blockiert. Wir müssen also dieses Monster erledigen und dann das Holz wollen. Du sagst es. Moment. Dann braucht der aber das hier. Ein Epilericum? Dieses magische Mittelchen löst alle Stachelige in Sekunden nichts auf. Ist echt praktisch. Oh, damit kommen wir dann weiter an der Stelle. Wendet es auf die Kartanien an, mit denen wir den Weg versperrt haben. Und sie verschwinden sofort. Ein Mittel, das alles stachelig auflöst. Vielen Dank, nur. Los, Roland, lass uns aufbrechen. Ja, aber das dann im nächsten Part. Und wie immer gilt, wenn es dir gefallen wusste, diese Bestätigung ist eins. Thumbs up und Kommentare nicht vergessen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Ich hoffe, ihr seid dann wieder mit dabei. Also seid gespannt und klickt wieder rein. Oh, ihr Crush wurde wirklich hinein. Bis nächsten Part von Let's Play. Ni no Kuni 2, Schicksal eines Königreichs. Also, wiedersehen und tschüss, Leute. Now you know.